sechsten Gang. Sechsten Gang. Das geht schon. Ziehe ich da rauf. Höhe schwackelt. Das ist ein bisschen doof für die Kamera. Eigentlich will ich schon so ankommen. Wie gesagt, Pedelec heißt nicht Fahrrad. Fährt nicht von selber rauf, ist nur eine Unterstützung, aber die Unterstützung hat, ist also schon eine große Hilfe, ist schon eine gute Sache. So, wieder mal, aber bin ja schon fast oben. Auto, das ist das größte Problem. Sehr zu wenig neben Rücksicht auf Fahrradfahrer. Fahren an einen Zusteller vorbei. Der hinter mir hat jetzt, der nimmt Rücksicht. Ja, hier sitze ich. Das ist jetzt die erste größere Strecke, gehe ich jetzt mit dem Fahrrad. Und ich muss sagen, also bei mir viele Berge und 400 Meter Höhenunterschiede. Autos, wie gesagt, das ist das, wo man am meisten drauf achten muss, obwohl die auf einen achten müssten eigentlich. Aber von Übersetzung her fehlen überwiegend schwere Gänge fehlen. Man glaubt, es ist kein Ding im Berg, aber nicht leichte Gänge fehlen. Ich habe ja jetzt hier einen sechsten Gang. Jetzt muss ich runterschalten, um die Unterstützung besser assistieren kann. So, jetzt auf 3 von 6, Stufe 3, Gang 3. So, jetzt wieder 4, 5. Nee, ich vertue mich. Na, 6 habe ich schon. Wenn ich jetzt, es gibt einen kleinen Trick, wo man das Fahrrad überlisten kann, indem ich auf gerade Strecke nur so tue, als wenn ich trampe. Also einfach nur so simulieren, den Tritt nach vorne, ohne wirklich in die Pedale zu treten. Dann, das ist einfach unheimlich, dass die Kamera noch so, also woher ich denke, auf jeden Fall, wenn ich nur so tue, ja, die Bremse schon dreimal ausgetauscht, bin ich immer noch, und gibt's, haben auch einen Fehler gemacht, sind nur zum Teil auf Schumann übergegangen, und dann kann ich nicht drauf wetten, wenn das letzte Teil, was nicht ausgetauscht ist, von Schumann ist, dann ist das auch gut schlau und schläft jetzt. Einfach das Bündel, die Erfahrung wert, in den Jahren zuvor, die wir gemacht haben. Die waren durchwegs einfach nur positiv. Von hinten Auto, von vorne aus, das ist nur das größte Problem. Aber
noch zu nah rein. Ich kann gar keine Schleife ausweichen, weil die Autofahrer nicht genug Abstand von mir haben. Also die Autofahrer müssen noch viel lernen. Radschulung für Autofahrer, das sollte man. Dann ist eben der Akku, die drei Akkusäulen leer. Aber die waren jetzt auf halbe Strecke alle noch aufgeholt. Das überrascht mich auch. Also vielleicht liegt das aber auch daran, je sportlicher man selber mittritt, also das Fahrrad selber unterstützt, und so weiter kommt man in die Strecken aus dem Fahrrad. Kilometer hinaus Strecken. Das ist jetzt angegeben mit 40 Kilometer. 40 Kilometer ist jetzt schon eine ganze Menge. Das werde ich mal einen Tag auch mal 40 Kilometer ausprobieren. Weil das jetzt hier, wenn wir drehen, ja, so 10, 12 Kilometer, ja, und wo, das ist mehr. Die Runde könnte jetzt überlegen. Ja, so 20 Kilometer könnte das jetzt gewesen sein. Wenn ich jetzt zu Hause bin, habe ich ungefähr 20 Kilometer zurück. Und dann viel mit
sehr viel mit Steigen. Also ich kann sagen, die halbe Strecke ist nur hoch. Ja, schade, dass man das Summen von den Wirkung und das ganz leise Summen nicht hört, weil der Dynamo jetzt einfach das Geräusch ertönt. Aber ich bin auf jeden Fall total begeistert, würde ich nicht hier mich bei der Kälte auf das Fahrrad stellen. Das Elektro. Ich bin bis jetzt hier bei uns. Ich muss erstmal wieder aufpassen. Ich bin bis jetzt hier bei uns jeden Werbung gefahren. Wir haben 19% Ampere. Den Ampere. Den bin ich schon hochgefahren. Dann bin ich Berninghausen hochgefahren, der ist noch ein bisschen steiler. Ich weiß es nicht, wie viel er hat, aber der hat auf jeden Fall, ich schätze mal, über 19%. Das ist mal in der Kunde beim nächsten Mal. Den bin ich auch schon hochgefahren, mit dem Fahrrad. Aber allerdings, da guckt man schon die Spitzen. Also 19%, das Fahrrad ist ja nur vorgegeben 10%. Das gibt der erste Nachbar. Da ist das schon eine tolle Leistung. Also wie gesagt, einbilden, der Fahrrad fährt von selber auch, aber das ist schon gehörig, was einen kleinen Schub, was das ausmacht. Und man kann sozusagen zu Hause, wenn man in den Bergen wohnt, kann man richtig locker fahren. Und das nicht mehr. Wir machen da, wie gesagt, nicht so früher auch. Trotzdem, auch ohne Elektromotor sind wir in den Bergen rumgefahren. Jetzt müsste der mal langsam einsetzen, ja, macht er jetzt. Hat natürlich auch einen schweren Gang jetzt gerade. Aber macht seine Arbeit eigentlich ganz gut. Nur die Böen schlagen mich ja, wie die auch das. Das ist auch so viel gemacht. Da kommt wieder ein Schuss. Der fährt langsam. Wenn er jetzt hier hoch einsetzt, ich tue nur so, als hätte ich trampel. So, also ich trampel so ins Leere, ohne dass ich jetzt mit Widerstand dagegen setze. Ja. Jetzt ist der Motor eingeschaltet und bleibt. Ich tue nur eigentlich so kraftlos gedacht. Ja. Spürt man richtig die Elektrokraft. Spürt man. Da war der Zeh. Da wollte ich mich nur aussuchen, wo meine Seite frei war. Da hat er den Kern gefunden. Was kurios ist, auch der Grund, das scheint überall
Menschen führen, die ja, scheint wollen, um zu gehen. Wenn ich jetzt hier runter, so wieder trete ganz leicht, sitzt wieder der Motor an, obwohl es ja gar nicht nötig ist. Ja. Natürlich liegt das auch daran, dass ich jetzt keine 25 Stunden mehr habe. 25 schaue ich ja generell ab. Aber wenn ich jetzt langsamer wie 25 fahre und trete dabei, dann schaltet sich wieder der Motor und dann unterstützt er sogar berg runter, weil er ja hier gar nicht braucht. Aber das macht aber nichts, das stört mich. In der Regel trampelt man hier berg runter. Also die Energie geht nicht wirklich verloren. Kamera, die ich montiert habe, das ist halt so eine scheiß Kamera, die habe ich mir selber gebastelt. Die ist nicht wirklich das Wahre. Das war einfach eine spontane Idee, das jetzt dazu machen. Von mir eine spontane Idee. Das soll ich jetzt einfach mal ausprobieren. Natürlich, wenn einfach das Wetter besser ist, trockener, ist einfach alles besser. Okay, dann Ding schlacht. Ich bin jetzt gleich zu Hause. Noch ein paar vier Minuten. Wenn ich hinterher gut stabilisieren kann. Ja. Aber ich werde das ein bisschen nachbessern. Wir bekommen auch eine Action-Kamera in den nächsten Wochen. Kommen wir. Auf die Straße fahren. Das ist hier. Das ist zu wackelig. Für die Kamera ist das zu wackelig. Thank you.
Ende. So, ausmachen.